Guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Test auf meinem Kanal mit dem neuen Subway Sim Hamburg aus dem Hause HR Innoways und Publisher ist Aerosoft. Subway Sim Hamburg wurde von Grund auf neu entwickelt. Die ersten zwei Folgen, die ich ja gezeigt habe, waren ja noch, war eine Version, die nicht so sehr performance belastend für einen PC war. Jetzt aber haben die ein Mega-Update rausgebracht, was in der Public Beta erschienen ist, was sich jeder kostenlos herunterladen kann über Steam. Ja, das Public Beta Update enthält einige Neuerungen. Das Spiel wurde bis zu 70% neu entwickelt und ich zeige euch dann auch den neuen Szenario-Modus, der hinzugekommen ist, wo 10 oder 7 Szenarios jetzt schon dabei sind. Und wenn das Public Beta Update dann offiziell veröffentlicht wird, kommen nochmal 2, 3 Szenarios dazu. Noch eine kurze Information zu meinem Kanal. Mein Kanal heißt jetzt ab sofort nicht mehr Marcel LP Simulatoren Let's Plays, sondern Marcel LP Your Simulations Let's Plays. Ich habe auch ein neues Logo und einen neuen Kanaltrailer. Wen es interessiert, der kann sich den ja mal anschauen. Der dauert nur so 4 Minuten. Und ich hoffe, der gefällt euch. Schreibt dann mal in die Kommentare, ob er euch gefällt. Und ich zeige euch dann das erste Mal jetzt die Einstellungen. In den Einstellungen hat sich auch einiges getan. In den Grafikeinstellungen sind dann auch einige Sachen hinzugekommen. Es ist dann hier alles auf hoch bei mir eingestellt, aber so sehen die Einstellungen jetzt aus. Dann die Audioeinstellungen, da hat sich einiges getan. Bei der Tastaturbelegung, man kann jetzt die Tasten ändern, man kann auch Controller konfigurieren. Wie das genau funktioniert, weiß ich allerdings nicht, aber ihr könnt ja mal selber ausprobieren. Auf alle Fälle der Xbox-Controller sowie der Steam-Controller werden auf alle Fälle unterstützt. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit anderen Joy-Core oder Joysticks aussieht, die noch unterstützt werden. Ich weiß es nicht genau, da müsst ihr mal selber ausprobieren, wenn ihr euch den Simulator für 35 Euro bei Steam kauft. Ja, dann gibt es noch beim System, da kann man dann zwischen Englisch und Deutsch wählen. Es werden bestimmt in nächster Zeit bestimmt auch noch andere Sprachen kommen, nicht nur Deutsch und Englisch, bestimmt auch Tschechisch und Polnisch und Russisch und so werden bestimmt auch noch dazukommen. Aber das wird wahrscheinlich noch etwas dauern. Vielleicht auch erst, wenn das Mega-Update dann aus der Beta-Phase raus ist, dann werden wahrscheinlich noch Sprachen hinzugefügt per Update dann, dass dann nicht nur Deutsch und Englisch dann dabei ist, sondern auch andere Sprachen wie Türkisch oder Polnisch oder sonstiges, dass man das dann auch in seiner Landessprache dann auch spielen kann. Ja, hier ist dann der neue Szenario-Modus. Hier kann man dann aus der Liste ein Szenario auswählen. Es ist einmal jetzt verfügbar Feierabend, Polizeieinsatz, Streckensperrung, immer dieses Graffiti, Streik und Gefahr im Vorzug. Das sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Szenarios. Es werden bestimmt auch noch, glaube ich, nochmal 6 oder vielleicht auch bis 10. Also ich schätze mal dann noch 4 oder so werden bestimmt noch kommen, wenn das Public Beta Update dann aus der Beta dann raus ist, das Mega Update. Weil es kommen ja auch immer jetzt neuerdings immer noch Updates hinzu. Also es kommt jede Woche zum Wochenende hin, kommt ein neues Update, was dann einige Verbesserungen ins Spiel bringt. Weil es ja aktuell das Mega Update noch in der Beta ist. Und wird noch getestet. Wenn da noch irgendwelche Fehler drin sind, die werden dann noch bis zum Release dann behoben, bis dann das Beta-Update, dann das Mega-Update dann für alle verfügbar ist. Aber die Leute, die schon eher testen wollen, können die Beta, die Public Beta aktivieren über Steam. Wie das genau funktioniert, das steht bei Steam und auch bei Aerosoft und natürlich auch auf den Discord-Servern von HR Innoways zum Subway Sim Hamburg. Ja, genau. Das Szenario, welches wir jetzt gleich spielen werden, wird wahrscheinlich sein, immer dieses Graffiti oder natürlich Polizeieinsatz.
Wir können auch mal Polizeieinsatz machen. Auf einem warmen Junitag hast du die Aufgabe, einen Verstärker-Ringzug zu fahren. Doch wegen eines Polizeieinsatzes läuft nicht alles nach Plan. Ne, das können wir auch spielen. Wir können aber auch spielen Streik. Die Gewerkschaft hat zum Streik aufgerufen. Fast der gesamte U-Bahn-Verkehr steht still. Nur 21 Minuten Notfallplan am Ring gilt noch. Du fährst während der Hauptverkehrszeit einen Zug am Innenring. Das können wir vielleicht, das können wir mal spielen, das, ne? Also das Streikszenario. Ja, ich bin sofort wieder da. Ich, ja. Ich bin dann gleich. Es geht gleich dann sofort los. Ja, da bin ich wieder. Es geht jetzt los. Viel Spaß. Moin, bei der Hochbahn wird heute gestreikt, aber zum Glück bist du da. Denn dank dir, drei anderen Kollegen, können wir mindestens einen Notbetrieb im 20-Minuten-Takt aufrechterhalten. Fahre eine Runde am Innenring, aber pass auf, heute ist wirklich viel los. Kein Wunder, bei diesem Streik. Schlüssel reindrehen. Ach ja, was neu auch ist, man kann jetzt auch Züge abkoppeln und trennen und wieder zusammenfügen. Ja, da muss man hier beim Ibis jetzt die 8, 6, 0, 8, 4, 6 eingeben. 69 und dann die 233, 9, 0, 6 und Eingabe. Ne? Dann öffnet man die Türen und ja, nach Hauptbahnhof Süd Schlump über Munzberg fährt sofort. Und dann können wir auch schon losfahren. Ja, dann viel Spaß beim Zuhören. Nächster Halt, den Heide. Ausstieg rechts. Achtung! Wegen eines Streiks kommt es zu massiven Einschränkungen im Bus- und U-Bahn-Bereich. Auf der U3 haben wir einen Notbetrieb im 20-Minuten-Takt eingerichtet. Die U-Bahnen der Linien U1, U2 und U4 fallen aus. Bitte nutzen Sie alternative S-Bahn-Linien und überprüfen Sie, ob Sie Ihr Ziel mit anderen Verkehrsmitteln erreichen. Ja, ich finde, das ist immer ein sehr schönes Szenario. Also ich finde es sehr, sehr schön, dass man jetzt auch Szenarios fahren kann, dass auch ein bisschen was passiert in dem Simulator. Ja.
Ich finde, von der Grafik her ist das echt ein sehr, sehr schöner Simulator. Also muss ich echt sagen, ist echt sehr, sehr schön geworden. Nächster Halt, Hamburger Straße. Ausstieg rechts. Nächster Halt, Munzburg. Ausstieg rechts. Nächster Halt, Uhlandstraße. Ausstieg rechts. Nächster Halt, Lübecker Straße. Übergang zur U1. Ausstieg rechts.
Nächster Halt, Berliner Tor. Übergang zur U2, U4, S1 und S21. Ausstieg links. Nächster Halt, Hauptbahnhof Süd. Übergang zur U1, U2, U4, zu allen S-Bahn-Linien und zum Regional- und Fernverkehr. Next Stop, Hauptbahnhof Süd. Please exit here for Central Station. Ausstieg links. Achtung! Wegen eines Streiks kommt es zu massiven Einschränkungen im Bus- und U-Bahn-Bereich. Auf der U3 haben wir einen Notbetrieb im 20-Minuten-Takt eingerichtet. Die U-Bahnen der Linien U1, U2 und U4 fallen aus. Bitte nutzen Sie alternative S-Bahn-Linien und überprüfen Sie, ob Sie Ihr Ziel mit anderen Verkehrsmitteln erreichen. Mönckebergstraße. Ausstieg rechts.
Nächster Halt, Rathaus. Übergang zur U1, U2, U4, S1, S3 und zur Alster-Touristik. Next Stop, Rathaus. Please exit here for Town Hall and Alster Boat Trips. Ausstieg rechts. Einsteigen bitte. Nächster Halt, Rödingsmarkt. Ausstieg rechts. Nächster Halt, Baumwall. Ausstieg rechts.
Nächster Halt, Landungsbrücken. Übergang zur S1, S3 und zu den Hafenfähren. Next Stop, Landungsbrücken. Please exit here for harbor boat trips. Ausstieg rechts. Achtung! Wegen eines Streiks kommt es zu massiven Einschränkungen im Bus- und U-Bahn-Bereich. Auf der U3 haben wir einen Notbetrieb im 20-Minuten-Takt eingerichtet. Die U-Bahnen der Linien U1, U2 und U4 fallen aus. Bitte nutzen Sie alternative S-Bahn-Linien. Und überprüfen Sie, ob Sie Ihr Ziel mit anderen Verkehrsmitteln erreichen. Nächster Halt, Feldstraße. Ausstieg links.
Messe. Übergang zur S21 und S31 sowie zum Messegelände. Next Stop Sternschanze. Please exit here for Exhibition Hall. Ausstieg links. Einsteigen bitte. Einsteigen bitte. Nächster Halt, Schlump. Übergang zur U2. Ausstieg rechts. Einsteigen bitte. Nächster Halt, Hohe Luftbrücke. Ausstieg links.
Nächster Halt, Eppendorfer Baum. Ausstieg links. Achtung! Wegen eines Streiks kommt es zu massiven Einschränkungen im Bus- und U-Bahn-Bereich. Auf der U3 haben wir einen Notbetrieb im 20-Minuten-Takt eingerichtet. Die U-Bahnen der Linien U1, U2 und U4 fallen aus. Bitte nutzen Sie alternative S-Bahn-Linien und überprüfen Sie, ob Sie Ihr Ziel mit anderen Verkehrsmitteln erreichen. Nächster Halt: Kellinghusenstraße, Übergang zur U1. Ausstieg links. Nächster Halt, Sirichstraße. Ausstieg links. Nächster Halt, Borgweg. Ausstieg links.
Nächster Halt, Saarlandstraße. Ausstieg links. Nächster Halt, Barmbek. Dieser Zug fährt nach Hauptbahnhof Süd, Schlupp. Ausstieg links. Thank you.
Ja, ich hoffe, das kleine kurze Szenario hat euch gefallen und ich wünsche euch erstmal ein wunderschönes Wochenende und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Schreibt in die Kommentare, ob euch das Video gefallen hat. Lasst mir ein Like da, abonniert mich auf meinem Kanal und kurze Info nochmal zum Schluss. Mein Kanal heißt ab sofort Marcel LP Simulation, Your Simulations Let's Plays. Ja, dann bedanke ich mich, dann schaut noch gerne um meine anderen Videos und demnächst kommt auch wieder was von Fairsystem Sound Design. Bis dann, tschüss.